In diesem Fachbereich bin ich Professor für Informatik und Softwareergonomie, bin seit 10 Jahren Studiendekan, war 8 Jahre lang Umzugsbeauftragter und betreue jetzt noch die Nachwehen. Seit Juli 2004, genau. Das ist ja kein Job, ist ja eine Berufung, so heißt es ja lustigerweise fast nur für Professoren. Am meisten gefällt mir die Arbeit mit Studierenden und dass es immer wieder neue sind, die immer wieder neue Ideen dazu bringen. Das ist bei ziemlich wenigen anderen Berufen so. Und am schönsten ist natürlich, wenn das Projekt am Ende des Semesters funktioniert. Nach meinem Studienaufenthalt in London, am Imperial College in London, habe ich nochmal Kontakt zu meinem Diplom-Lehrstuhl aufgenommen und da hat sich die Möglichkeit ergeben, auch nochmal zu promovieren. Zu programmieren habe ich angefangen 1977, nachdem ich erstmal angefangen habe, mir meinen eigenen Computer zu bauen. Und zu bauen heißt nicht Einzelteile bestellt, sondern Platine entworfen, Platine geklebt, Platine geätzt, Platine gebohrt, Platine gelötet, zusammengesteckt, zusammengebaut, debuggt. Und dann angefangen zu programmieren. Meinen Studenten wollte ich immer schon mal sagen, lesen, verstehen, überlegen, aufschreiben, kodieren. Das ist das, was in jedem Studiengang immer wichtig ist.